Ist Markets.com ein empfehlenswerter Broker oder nicht? In diesem Video geht es um das Thema. Mein Name ist André und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich beschäftige mich schon seit mehr als 4 Jahren mit dem Bereich Trading, CFDs, Forex und Futures Optionen. Ich werde in diesem Video einmal dir den Broker Markets.com vorstellen. Wir werden auf die einzelnen Eigenschaften des Brokers eingehen. Was hat er zu bieten? Wie kann man dort handeln? Und sollte man sich dort anmelden oder nicht? Wie sieht es aus mit der Sicherheit? Ja, starten wir direkt von der Homepage. Ich habe mir die Homepage schon natürlich vor diesem Video angeguckt. Ich habe dort auch einen Account erstellt. Man muss sagen, hier auf der Homepage ist alles sehr übersichtlich angeordnet. Wenn wir direkt auf die Seite gehen, sehen wir ja die Handelsplattform. Die werde ich euch gleich noch zeigen. Die gibt es einmal für den Computer, für Handy und natürlich auch fürs Tablet als App. Also man kann auch von unterwegs direkt handeln. Markets.com ist ein CFD-Anbieter. Was sind CFDs? CFDs sind Kontrakte, die man auf Aktien, Währungen, Rohstoffe, Kryptowährungen traden kann. Dabei muss man nicht das Asset wirklich besitzen, sondern eben nur den Kontrakt. Das bietet den Vorteil, dass man auf steigende und fallende Kurse setzen kann, zu günstigen Gebühren und auch mit kleinem Kapital. Ja, Markets.com ist ein sehr großes Unternehmen, ja, beziehungsweise wird von SafeCap betrieben, das wiederum ja ein großes Unternehmen ist und ein Tochterunternehmen von der Playtech PLC. Also hinter diesem Broker steht ein sehr, sehr großes Unternehmen, welches auch an der Börse gehandelt wird, also eine Aktiengesellschaft und ein Teil des FTSE 250 Index ist. Wenn ich weiß, was das ist ein Aktienindex aus Großbritannien. Und wenn da ein Unternehmen schon gelistet ist von den 250 Stück, dann ist das schon ein wirklich sehr, sehr großes Unternehmen, ähnlich wie beim DAX 30 oder beim S&P 500 in den USA. Also da steht wirklich hinter diesem Broker ein großes Unternehmen und das strahlt natürlich auch Seriosität aus, ja, was ich meiner Meinung nach sehr finde, dass man hier einen sicheren Anbieter hat, man weiß, wo man ist. Ja, und dieser Anbieter hat natürlich auch Erfahrung im Markt. Wenn wir hier direkt nochmal weiter runterscrollen, sehen wir auch, was man hier traden kann. Was mich überrascht hat, ist, dass man über 2000 Basiswerte hat. Ja, bei diesem Broker, Markets.com, 2000 Basiswerte, also eine sehr große Auswahl im Gegensatz zu anderen Anbietern. Da bekommt der Broker von mir schon mal einen Pluspunkt auf jeden Fall. Man kann Aktien traden, Rohstoffe, Indizes, ja, und Forex. Man erkennt ja auch direkt die Gebühren, die man hat. Es sind konkurrenzfähige Spreads, kann ich sagen, aus meinen Erfahrungen im Vergleich zu anderen Anbietern. Es gibt natürlich noch billigere Anbieter, ja. Da bei Markets.com ist es nicht der günstigste Broker, muss er auch gar nicht sein unbedingt. Generell im Vergleich, ja, die Gebühren sind fast bei jedem Broker extrem niedrig, ja. Die Zahlen können wir uns nochmal anschauen. Also Markets.com ist schon relativ groß, sehr viele registrierte Konten, 185 Millionen gehandelter Wert im letzten Jahr, also wirklich populär dieser Broker und ja auch wirklich groß. Dann bei Markets.com werdet ihr auch nicht allein gelassen, sie haben hier auch einen Support, allerdings gibt es da einen kleinen Abzug in der Bewertung von mir, der Support ist nicht per Telefon erreichbar. Ja, der Support gibt es per E-Mail, Ticket, es gibt ein Support Center und auch per Live-Chat 24 Stunden in der Woche. An 5 Tagen, ja, auf Deutsch natürlich auch und ja, das ist auch eine gute Sache, wer da Hilfe braucht, braucht einfach nur hinschreiben, die antworten direkt, ja. Zu den Zahlungsmethoden kann ich noch sagen, sie bieten hier PayPal an, Banküberweisung, also wirklich eine Reihe an Zahlungsmethoden. Was der Vorteil noch bei Markets.com ist, ja, es gibt keine Gebühren auf die Einzahlung, keine Gebühren auf die Auszahlung. Das gibt auch nochmal einen Pluspunkt von mir an diesen Broker. Ja. Hier unten sehen wir nochmal das Ganze, wo ist der Broker reguliert. SISEC, FSCA, ja. Also Top-Unternehmen, so auf den ersten Blick. Wollen wir uns jetzt mal zusammen die Handelsplattform anschauen von Markets.com. Ich werde nochmal ein zweites Video abfilmen. Nach diesem Video verlinke ich das euch. Schaut es auf jeden Fall an oder unten weiter auf meiner Homepage wird es verlinkt, wo ich den Webtrader nochmal vorstelle, wo wir nochmal Beispieltrades machen und euch zeige, wie man ja, den Handel machen kann. So, ich bin jetzt hier eingeloggt auf der Plattform. Die Plattform ist natürlich auch testbar im
kostenlosen Demokonto mit 10.000 Euro Guthaben. Die Mindesteinzahlung bei diesem Broker beträgt 100 Euro. Zahlungsmethoden, hatte ich ja schon gesagt, sind mehr, sehr, sehr viele mehr verfügbar. Was für Sachen können wir jetzt hier handeln? Ich hatte ja erwähnt, schon am Anfang über 2000 Stück, also das Angebot ist sehr, sehr groß. Was mir als erstes auffällt bei dieser Plattform, ist, dass sie sehr übersichtlich gestaltet ist, ja, und auch besonders nutzerfreundlich. Wir haben hier unten einmal den Chart, ja, der eignet sich zur Analyse. Wir könnten hier zum Beispiel auch einmal Vollbild machen. Geht ganz einfach, ist eine sehr, sehr gute Sache. Dann sehen wir hier einmal die Instrumente, ja, die man handeln kann. Jetzt habe ich hier gerade Kryptowährungen ausgewählt. Ich wähle mal Rohstoffe zum Beispiel aus. Hier gibt es eine Reihe an Auswahl. Wir haben Weizen, Sojabohnen, Reis, Zucker, Kaffee, ist alles da, was man handeln möchte. Und hier links findet man eben nochmal die weitere Auswahl, wenn man näher reingehen kann. Hier unten sieht man sein aktuelles Konto. Ihr könnt dann zwischen Demokonto und Realkonto könnt ihr mit einem Klick hin und her schalten. So, wählen wir mal was Interessantes aus, zum Beispiel Euro-US-Dollar. Ja, da kennen wir den Spread. Spread ist ziemlich niedrig. Ab 2 Pips haben wir hier den, ja, können wir hier traden. Und wie tradet man bei markets.com? Da möchte ich nochmal gesondert ein Video gerne machen. Also das findet ihr auf dem Bildschirm hier verlinkt am Ende des Videos. Nochmal ein markets.com Tutorial, wie man hier handelt. Ja. Hier geht es nochmal, in diesem Video geht es nur um den Broker jetzt direkt. Also von mir aus wirklich sehr übersichtlich gestaltet, sehr einfach gestaltet. Wir können hier unten den Chart nehmen, das Ganze analysieren, verschiedene Einstellungen nehmen, ranzoomen, rauszoomen. Hier ist wirklich alles dabei. Ja. Wir können auch hier Zeichentools uns die Sachen einzeichnen. Wer da halt mehr sehen möchte, muss den Großbildschirm sich anzeigen lassen. Geht ganz normal im Browser. Und da kann man auch schon direkt loshandeln. Ja, Markets von mir auf jeden Fall empfehlenswert, finde ich, meiner Meinung nach. Es gibt ein großes Angebot, ich fasse das nochmal für euch zusammen, großes Angebot an Basiswerten. Wir haben eine eigene Plattform, diese Plattform ist entwickelt von markets.com, beziehungsweise konfiguriert von denen, und die gibt es für den Browser, wie ihr gerade seht bei mir. Und es gibt sie für das Handy. Allerdings nicht zum Download. Für den Desktop gibt es diese Plattform, was ich ein bisschen schade finde. Aber man kommt direkt auch mit dem Browser gut zurecht. Die Plattform läuft aus meinen Erfahrungen flüssig. Und die Trades, wenn ich hier reingehe in den Markt, werden auch direkt abgesetzt. Ja, wenn ich auf Kaufen klicke, dann sieht man hier wirklich alles transparent. Was kostet das hier? Welche Gebühren gibt es? Spread, Hebel, Übernachtzinsen, also da ist alles dabei, was man hier eben braucht. Ja. Reguliert, lizenziert der Broker, kann man nichts gegen sagen. Abzüge leider, dass es keinen Telefonsupport gibt, ja, beziehungsweise auch keine Webinare, Coachings und so weiter, das gibt es bei diesem Broker nicht. Dennoch, von mir gibt es hier eine Handelsempfehlung. Man kann diesen Broker benutzen, und wer wirklich einen soliden Broker sucht mit einer großen Auswahl, kann sich bei Markets anmelden. Ich finde den Link, Links alle unten in der YouTube-Beschreibung, auch den Link zum ausführlichen Test- oder Erfahrungsbericht auf meiner Webseite. Wir sehen uns beim nächsten Video, ich bin raus und damit ciao.